Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Derail Valley. Zeit wieder ein bisschen Kohle zu verdienen und vielleicht vorab noch ein paar kurze Worte insgesamt zu diesem Let's Play. Es wird mir nicht gelingen, das wirklich so regelmäßig zu bringen, wie ich es gerne hätte. Also wundert euch nicht, das kann auch gut mal passieren, dass einfach eine Woche lang nichts kommt. Ist halt immer ein bisschen abhängig von Zeit und auch Lust und Laune natürlich. Zeit ist aber tatsächlich ein ziemlich limitierender Faktor aktuell. Deswegen nicht wundern, es kommt regelmäßig, unregelmäßig, aber es wird eine ganze Weile laufen. Insgesamt, so in der Gesamtlaufzeit, sage ich mal. Weil es gibt halt schon also einige Dinge, die man einfach tun kann, viel Geld verdienen und das Geld für interessante Sachen ausgeben. So, das aber nur mal am Rande. Folgenlänge hatte ich jetzt mal angepeilt. Ich glaube, das ist am besten alles machbar, wenn ich so ungefähr eine halbe Stunde pro Folge anpeile. Kann natürlich mal ein bisschen länger dauern oder bei Bedarf tatsächlich auch mal ein bisschen kürzer, aber in der Regel ungefähr eine halbe Stunde. Einfach damit ihr so ungefähr wisst, wie das hier weitergehen wird. Also, wir schauen mal. Ich habe die Jobs hier schon mal ein bisschen durchgesehen und ich glaube, ich würde ganz gerne den hier machen. Empty Cars von Food Factory und Town. Das müsste ja dort sein, wo wir uns befinden. Food Factory and Town, da ist der rote Pfeil mit eingebaut. Und wir müssen City Südwest. Das wäre dann hier drüben. Okay, also das ist schon eine ganze Strecke. Müssen wir erstmal schauen. Also bevor ich den Job annehme. Eins brauche ich sowieso noch, weil die Zuglänge ist, das ist ziemlich lang. Wie viele Wägen haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schauen wir mal. Also ich müsste mir theoretisch die Lizenz dazu kaufen können. Hier müssen wir nichts bezahlen, das passt. Das heißt, wir gehen mal zu den Lizenzen und schauen mal, ob wir uns die längere Züge hier leisten können. Ich habe 13.000, glaube ich, müsste ich noch in meinen Portemonnaie haben. Ach, 15.000, okay, 15.388. Gut, kommen wir natürlich auch nicht allzu weit. Viele Sachen, also unter 10.000, glaube ich, kriegt man sowieso nichts. Concurrent Jobs bedeutet, glaube ich, dass man einfach zwei Jobs auf einmal annehmen kann. Würde ich jetzt mal weglassen an der Stelle. So, Zuglänge. Was haben wir gesagt? Ich glaube, 8 Waggons, oder? Ja, shit, jetzt steht hier gar nicht dabei. Ach nee, Moment, wir können ja nachschauen. Das müsste also License Requirement, Länge 1. Ich hoffe mal, dass das genügt für diesen Job. Schauen wir mal. Aber ich meine, früher oder später werden wir das Ding sowieso brauchen, deswegen nehmen wir jetzt mal... Aber das wird schon passen, oder? Zuglänge 1, das ist, glaube ich, genau das, was gefordert ist. Das loggen wir mal ein, zucken mal unseren Geldbeutel, stopfen den hier rein. Insert Wallet to Pay. So, ist abgezogen worden. Nein, nicht wegwerfen, um Gottes Willen. Wegpacken. So. Würde ich gerne noch ausdrucken, wenn es geht. So. Mhm. Gut. Ah, links unten ist auch das Symbol, was auf der Jobkarte drauf ist. Also das passt. Okay, aber die Dinger müssen wir ja nicht mit uns rumschleppen, so wie ich das verstanden habe. Wir werden das sowieso... Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht irgendwo kontrolliert werden. So. Einmal confirmed. Und hier an jedem Automaten steht da sowieso dran, welche Lizenzen wir haben. So, congratulations. Und you do not have to carry this license with you. Also wir können es einfach, na gut, safely store it somewhere. Die anderen habe ich auf der Lok gelassen. Egal. Ich werde sie mal safely hier storen. So, passt schon. Also, dann schauen wir erstmal, wo sich der Zug befindet. Wegen dem Zeitbonus. Also am besten einfach... Gut vorbereiten ist die Devise, denke ich mal. Wir brauchen FFLH 71. Ich schreibe mir das vorsichtshalber mal auf hier. So. FFLH 71. Dann müssen wir auch noch schauen, in welche Richtung wir rausfahren müssen. Dazu braucht man dann wahrscheinlich hier diese Station Map. Und zwar, wenn man dann die benötigen von Food Factory and Town. Okay. Werden wir hinkriegen. Also erstmal müssen wir den Zug ausfindig machen. Da scheinen ja komplett leere Waggons zu sein. Also das hier drüben, das fällt schon mal alles weg. Die sind alle beladen, wie ich das erkennen kann. Was auch interessant ist, also ich meine, dass ich, als ich das letzte Mal aufgenommen hatte und danach habe ich die Lok ja in diesem Lokschuppen stehen lassen. Als ich jetzt vorhin das Spiel gestartet habe, steht die Lok dort nicht mehr, sondern die ist jetzt einfach hier gelandet. Ich vermute mal, das ist normal.
Und anfangs war tatsächlich hier nur eine Lok und jetzt sind es zwei. Also ich denke mal, ich habe sowieso die freie Auswahl und wenn ich Bock habe, kann ich die auch zusammenhängen. Ne? Wird jetzt wahrscheinlich noch nicht notwendig sein, aber wir könnten das eigentlich so oder so mal machen. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Und hier drüben ist auch die besagte Drehscheibe, die mir auch genannt wurde in den Kommentaren. Weil es ist ja tatsächlich so, man sollte idealerweise zusehen, dass halt schon die Front der Lok also nach vorne zeigt. Dass halt der Zug hier hinten dran hängt, einfach wegen der Lüftung. Damit die Maschine nicht heiß läuft. Also das war auf jeden Fall ein guter Tipp. Deswegen müssen wir natürlich auch schauen, wo wir eigentlich raus müssen. Das können wir natürlich an der Stelle eigentlich schon mal machen. Da brauchen wir eigentlich, glaube ich, nur die World Map. Das wäre also schon mal richtig, in die Richtung rauszufahren. Dann kommen wir nämlich darunter nach City Südwest. Gut, das wäre also der angestrebte Ausgang. Jetzt müssen wir nur noch diesen verdammten Zug finden. LH71. FFLH71. Okay, da steht ein bisschen was rum. Da wird das ja der linke sein wahrscheinlich, oder? Oh. Doch, doch, genau. FFLH71. Gut, den müssen wir an den Haken hängen. Und das machen wir jetzt direkt auch mal. Lok müssen wir nicht drehen in dem Fall. Aber wir können natürlich schon mal uns eine kleine Doppeltraktion zusammenhängen. Einfach um das mal gesehen zu haben. Drehscheibe werden wir nicht brauchen. Also einfach mal davor fahren. Erstmal die eine Lok, dann die andere. Dann zurücksetzen, Zug an den Haken und dann den Job annehmen und dann losfahren. Soll man das so machen? War eine rhetorische Frage. Ich denke, wir machen das genauso. So, kann ich die doch? Doch, ich kann beide benutzen. Schätze ich mal. So, wie war das nochmal? Ist schon wieder zu lange her. So. Vollgetankt müsste ja sein, weil ich habe ja bezahlt vorhin praktisch. Fuel passt. Wo haben wir denn nochmal Caplight? Das machen wir uns noch an hier. So, dann die Kontrollen. Also den packen wir natürlich erstmal nach vorne hier. Ach nee, Moment, das ist gar nicht der Richtungswender. Wo war denn nochmal der Richtungswender? Der hier. So, dann mit den F-Tasten, glaube ich, oder? F1 und F2. Okay. Bremse ist, glaube ich, noch angezogen, oder? Schaue ich mir auch gleich mal die Shortcuts an. Ich habe das hier nebenbei geöffnet. F3 und F4 sind die Shortcuts für die Bremse. Ist die Bremse so gelöst? Ich glaube schon. Oder doch nicht? Kann das sein? Doch, man hört es auch quietschen. Okay, Bremse. So ist die Bremse gelöst. So. Muss mich auch erstmal wieder so ein bisschen dran gewöhnen. Ich glaube, die Bremse ist immer noch angezogen, kann das sein? Jetzt passt's, glaube ich. Nee. Moment, okay. Wo steht's denn? Falsches Heft, oder? Train Basics. Da müssen wir nochmal einen Blick reinwerfen. So. Bevor ich jetzt hier irgendeinen Scheiß mache. Brake Basics. Fully released. Only once the pipe. Ja. Da steht auch die Geschichte hier mit dem Überhitzen, dass man eben immer die Front voran haben sollte. Das sind die ganzen... Ah, wo war denn das nochmal? Habt ein bisschen Geduld mit mir. Ich bin noch blutiger Anfänger, kann ich glaube ich immer noch so sagen. Welpenschutz ist vielleicht schon vorbei, aber... So. Ah, fully released. Once the pipe gauge reaches max value. Das ist diese Anzeige hier. Also eigentlich müssten sie doch jetzt komplett gelöst sein, die Bremsen, oder? Hoffe ich zumindest. Na gut, wir lassen die Kiste sowieso hier erstmal so stehen. Und dann hängen wir die andere hinten dran. Wird sich schon alles ergeben. So. Dann hier mal einsteigen.
Selbe Spiel. Also ich vermute mal, dass die Bremsen sowieso sind die standardmäßig angezogen, kann das sein? Dachte, nach rechts ist auf jeden Fall die gelöste Stellung. Ja, sonst blamier ich mich halt ein bisschen. Ist ja nicht Train Simulator hier. Ist ja nur Derail Valley. Das passt schon. So, Cab Light brauchen wir natürlich ganz wichtig. Richtungswende nach vorne. Aber irgendwas schleift hier schon. Oder ich bin mir immer noch unsicher mit der verdammten Bremse. Ich glaube, ich muss doch nochmal nachschauen gleich. Möglicherweise. Na, es passt schon. Sonst wird er nicht rollen. Also schon richtig so. So, jetzt sollte ich aber bremsen. Oh, 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 oh. Ah. Okay. So, dann hängen wir die beiden Schnuckelchen mal zusammen hier. Einmal unten durch. Bin mir gespannt, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, das geht schon mal nicht. Müssen wir einfach vielleicht noch ein bisschen näher dran. Wir müssen die einfach vielleicht ein bisschen zusammenschieben hier, die beiden Kollegen. Schwierig. Hüpfen wir hier mal rein und ziehen die Bremse an. Das ist vielleicht gar keine so doofe Idee, kann das sein? Dann lassen wir die hintere Lok einfach so ein bisschen dagegen schieben. So, jetzt sind die nämlich auch richtig schön zusammen. Oh. Na? Hängt? Einmal verzurren. Das sieht schon ganz gut aus. Jetzt können wir sie ausmachen. Beziehungsweise die Leistung rausnehmen. So. Bremsschlauch bitte noch. Ja, komm, steh auf. Ein bisschen eng hier. So. Das müsste passen. Dann müssen wir hier noch das Ventil öffnen. Und hier drüben natürlich auch noch. So. Kontrollieren wir das Ganze nochmal. Ist das hier irgendwie... Das müsste offen sein, oder? Genau, so ist offen. Alles klar. So, jetzt ist halt die Frage, wie stelle ich jetzt die zweite Lok ein? Auf jeden Fall würde ich die Bremsen lösen und gibt es eine neutrale Stellung für den Richtungswender? Ja, genau. Dann würde ich die aber jetzt neutral lassen, denke ich doch. Schauen wir einfach mal, was passiert. Wir steigen hier ein. Richtungswender nach hinten. So. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Gut, wir müssen auch noch Weichen stellen. Comms Radio. Switch. Ich switche. So, dann müssen wir hier lang. Den müssen wir noch umlegen. Unser Zug ist ganz links, würde ich mal sagen. Dann brauchen wir den hier noch. Ja, ja, das passt. Und ganz nach da außen. Müsste passen. Müsste passen, müsste passen. Packen wir den wieder weg. Kann ich denn mit den Shortcuts... Okay, ich muss schon drauf sein auf der Lok, ne? Es gibt ja noch diese Fernbedienung. Das ist natürlich auch hochinteressant. Würde ich mir auch ganz gerne noch irgendwann kaufen. So. Hoffentlich stimmen die Weichen.
Sieht gut aus. Ah, das ist aber ein putziges Duo, was wir hier haben. Und ich denke mal, an die werden wir uns auch erstmal gewöhnen müssen. Also ich glaube, bis man sich die Lizenz für eine dickere Lok leisten kann, wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe, das waren ja irgendwas um die 200.000 für die nächste größere Diesellok. Boah, das wird halt dauern. Also wenn die, wir sind jetzt aktuell, haben wir halt 5.000. Nach dem Job, wenn alles gut geht, sind wir wieder bei 15.000 angelangt. Also das ist schon mühsam, da ordentlich Kohle zu verdienen. Wobei natürlich, es gibt da natürlich auch mit besseren Lizenzen hochwertigere Jobs mit höherer Bezahlung. Aber ich denke mal, das wird schon eine ganze Weile dauern, bis wir hier mal ein bisschen Kohle beisammen haben. So, bremsen. Dann mal schön vorsichtig. L007 und L42. Ich müsste mir mal merken. Ich hätte es mir merken sollen. Die letzte Lok. Ich weiß nicht mehr, mit welcher ich gefahren bin. So, bremsen. Ah, sieht ganz cool aus. Mensch, wie bei Profis hier, ha? Hm, ja, passt. Okay, Screenshot-Time. Meine erste Doppeltraktion in Derail Valley. Ah, wie cool. Oh, schon cool, oder? Ich meine, wird's wahrscheinlich mit leeren Waggon wird's das nicht brauchen. Kann ich mir nicht vorstellen. Da müssten die schon beladen sein. Aber man muss es natürlich mal gesehen haben. Auch wenn es wahrscheinlich Geldverschwendung ist, weil... Das wird mich mehr Sprit kosten und so weiter und vielleicht geht noch irgendwas kaputt, aber gut, egal. Egal, es ist nur ein verdammtes Spiel. Also, einhängen, verzurren, Schlauch dran, öffnen, öffnen und zur Sicherheit kontrolliere ich nochmal hinten das Ventil, ob das auch wirklich dicht ist, sonst kriegen wir hier Probleme. Aber wahrscheinlich ist es dicht. Jo, passt. Okay. So, Zug ist abfahrbereit. Das heißt, wir springen nochmal zurück ins Büro und nehmen den Job offiziell an. Und dann läuft halt der Timer. Aber wir können aber direkt losfahren. So, wo war nochmal das verdammte Büro? Hier drüben, oder? Okay, cool. So, rein in die gute Stube. So, ich hoffe, ich habe jetzt wirklich alle benötigten Lizenzen. Hier, oder? Yeah. Denied! Nein, 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 nein. Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Bitte nicht. Was steht hier? Logistics Hall. Logistics Hall. Das habe ich noch nicht freigeschalten. Scheiße. Ah, verflucht. Und den kann ich mir jetzt natürlich nicht mehr leisten hier. Keine Chance. Ah, jetzt habe ich den Zug zusammengekuppelt. Ich könnte ja kotzen. Freight Hall. Shunting habe ich. Shunting und Freight Hall. Logistical Hall. 20.000. Oh Gott. Oh, verdammt nochmal. Verdammt, verdammt. Entschuldigung, verdammt nochmal. Okay, Freight, da müssen wir einen grünen nehmen. Oder halt einen roten. Food Factory Town. Goods Factory Town. Das wäre hier drüben. Also ist überschaubar. Was brauchen wir dafür alles? Da brauchen wir Hazmat. Also diese Gefahrengut sozusagen. Haben wir natürlich auch nicht. Freight Hall. Der müsste aber gehen. Da brauchen wir auch die Langzuglizenz. Gibt sogar mehr Kohle. Food Factory in Town, da sind wir ja, ne? Harbor in Town. Okay, der ist eigentlich sogar noch attraktiver. Ah, dann müssen wir den Zug halt nochmal suchen. FFFH 39. Ja, das war's dann mit der halben Stunden Folgenlänge. Gut. Da haben wir halt ein bisschen was zu tun. Wo müssen wir hin? Zum Hafen. Das ist hier unten ganz okay. Schon mal die Route so ein bisschen ansehen.
Also hier, glaube ich, macht wenig Sinn, weil hier kommen wir nicht durch. Seht ihr, da ist eine Brücke. Deswegen müssten wir hier praktisch gerade durch, hier abbiegen und dann straight nach unten bis hier runter. Sieht mir nach dem kürzesten Weg aus. Aber der ist auch beladen, oder? 64... Moment, welcher ist es denn? Der hier. Können wir den ganzen anderen Scheiß vielleicht mal kurz beiseite legen, damit ich hier ein bisschen... So, das wäre dann der Job. 269 Tonnen sind das. Da ist dann vielleicht die Doppeltraktion auch gar nicht mal so doof. Na gut, suchen wir den Zug. Ah, der steht wahrscheinlich hier drüben irgendwo, oder? Moment, man kann es ja ungefähr ablesen. Auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6 Waggons mit einem dunkleren wahrscheinlich mit dabei. Da kann man den, glaube ich, ganz gut identifizieren. Ich würde sagen, eher einer von denen hier, oder? Container werden es nicht sein. Nee. Das hier sieht man schon eher danach aus. Das ist aber auch nicht... Junge, Junge. Mann, Mann, Mann. Also was für ein schlechter Start, ganz ehrlich. Aber es kommt, wie es kommt. Also hier scheint er möglicherweise gar nicht dabei zu sein. FH39, das ist er. Okay, dann müssen wir. Gut, wir schauen auf die Karte. Weltkarte. Ja, mit dem müssen wir tatsächlich in diese Richtung raus, ne? Oh, das ist ja ungünstig. Das ist jetzt genau das, was ich nicht brauchen kann, oder? Mal überlegen, wie steht denn die Lok da? Kommen wir hier irgendwie direkt rum? Ach shit, da müssten wir beide Loks drehen. Kann das sein? Kann das wirklich sein? Nein. Oh, ist das frustrierend. Schauen wir mal. Also wir können hier nicht irgendwie direkt so eine Schleife fahren. Die Möglichkeit besteht nicht. Wir müssen, glaube ich, wirklich die Loks drehen. Oder gibt es auf der anderen Seite vielleicht noch irgendwie... Ach, scheiße. Irgendwie noch die Möglichkeit. Oder gibt es noch eine zweite Drehscheibe? Aber ich glaube, es gibt immer nur eine, oder? Das ist nur ein Abstellgleis hier. Beziehungsweise das ist... Ah, die Containerbrücke. Wenn wir hier jetzt rückwärts rausfahren, bringt uns das irgendwas? Ich fürchte nicht. Ja, ich glaube, das wird eine Rangierstunde hier heute, die Folge. Ja, wie mache ich es denn da mit der Doppeltraktion? Da muss ich ja... Ja, kann ich die praktisch... Wenn sie sich mit dem Rücken... Wenn sie mit dem Rücken praktisch aneinander gekoppelt sind, wenn ihr wisst, was ich meine. Kann ich das bringen oder muss ich die beide... drehen? Das ist ja super ärgerlich. Ach, du Scheiße. Na schön. Wir shoppen wieder dicht hier. Lösen. Abkoppeln. Kann sich irgendwie anders drum kümmern. Wir lassen das Ding hängen. So, die war ja eigentlich vorgesehen als... Ah, es ist super ärgerlich. Es ist super ärgerlich. Aber ich... Ja gut, Drehscheibe wollte ich sowieso ausprobieren. Machen wir das Beste draus. Setzen zurück. Einmal mit Profis, ha? Ah, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wo ist vorne? Nicht, dass ich jetzt die Dinger drehe, obwohl es... Na doch, stimmt schon. Ich muss die drehen. Ich muss beide drehen, denke ich. Kriegen wir die? Moment mal, kriegen wir die beide auf die Drehscheibe? Das ist halt jetzt eine gute Frage. Stopp, 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 stopp. Das wäre natürlich cool. Ich meine, die sind ja nicht lang. Boah, ein Meterstab wäre halt jetzt eine... Ah, schwer zu sagen. Das ist super schwer zu sagen. Sollen wir es ausprobieren? Scheiße. Ja, wir versuchen es. Komm. Ich kann sie immer noch abkoppeln, wenn sie auf der Drehscheibe sind. Vorsicht, Profi am Werk. So, müssen wir erstmal die Weichen wieder korrekt stellen. Das ist nicht mehr ganz Rangiergeschwindigkeit, Hans.
Also, wenn wir auf die Drehscheibe wollen. Comms Radio. Setzen wir den wieder gerade. Und Moment, wo geht's auf die Drehscheibe? Hier, oder? Da ist schon richtig. Sollte passen. Gut. Boah, zum Glück gibt's diese komische Ich-beam-mich-durch-die-Gegend-Funktion. Das wäre, also, am Anfang dachte ich mir, ach komm, das ist ja irgendwie nicht so gut für die Immersion, wenn ich mich da die ganze Zeit durch die Gegend beamen kann, aber das, ohne das Ding wäre es ja super frustrierend. Gerade wenn man so spielt wie ich. So, und auf jeden Fall nochmal einen kurzen Blick auf die Karte geworfen. Ja, das stimmt schon. Also wir müssen praktisch jetzt in Fahrtrichtung raus. Heißt, wir müssen die Lok drehen. Die Loks. Unser kleines, putziges Duo. Ja, ich könnte meinen Allerwertesten jetzt schon darauf verwetten, dass gleich eine Meldung kommt. Es darf nur eine Lok auf die Scheibe. Aber wir versuchen es. Probieren geht über Studieren. Der ein oder andere wird jetzt schon die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Oh, das sieht aber schon eng aus hier, muss ich sagen. Könnte eng werden. Brems, brems, brems. Oh, nicht von der Drehscheibe runterfallen, bitte. Naja, also... Ah ja, also komm, wenn das nicht funktioniert, das sollte doch locker gehen. Minimal zurücksetzen. Nicht, dass hier noch irgendwas Ungünstiges passiert. Bisschen zurücksetzen. Ich hoffe, das funktioniert. Also von der Länge her kein Problem, würde ich sagen. So, wir legen die Bremse mal besser an. Rollt er? Nee. Er sollte schon funktionieren, hoffe ich mal. Schauen wir mal. Wir werden es ja gleich feststellen. Bitte, bitte, bitte. Muss ich hier irgendwas machen? Nee, hier im Häuschen. Na gut. Ah, okay, funktioniert. Alles klar. Ah, das ist ja schon cool. Coole Idee mit der Drehscheibe, wirklich. Ah, wie cool. Oh, da, Entschuldigung, davon muss ich kurz ein Bild machen. Ah, das wird ein wunderbares Vorschaubildchen hier für YouTube. Hat er jetzt ein Bild gemacht? Ist das lässig mit der Drehscheibe? Also gefällt mir gut. Nette Idee. Wenn sonst auch einfach insgesamt, da fehlen halt schon noch ein paar Inhalte, muss man sagen. Aber das Potenzial ist ganz klar zu erkennen, wie ich finde. Ich meine, wir haben noch nichts geschafft und wir haben schon fast wieder eine halbe Stunde rum. Aber es macht Spaß. Es ist ein gutes Spiel, muss man sagen. So, dann drehen wir mal. Jetzt sind wir eh gleich einmal rum. Ein Stückchen noch. Ah, okay, man muss nicht direkt an dem Hebel dranhängen. Und schön mit dem Mausrad kann man das auch echt gut justieren hier. Ein Stückchen noch. Total cool. So, eingerastet, wunderbar. Okay, jetzt stehen wir richtig rum da. Ausgezeichnet. Wieder zurücksetzen. Da müssen wir natürlich hier schon mal die Weichen vorstellen, weil wir müssen ja an dem Zug vorbei. Wir müssen auf jeden Fall... Ich glaube, der ganz rechts war es, ne? Wie kommen wir denn hier dran vorbei am besten? Haben wir hier noch ein Gleis frei? Schon. Das müsste funktionieren. Die Weiche passt. Comms Radio... Die Weiche passt auch. Die auch. Die nicht. Okay. Die passt. Die brauchen wir noch. Moment. Die muss nach links. Gut, müssen wir nur zurücksetzen. Sehr schön. Packen das Ding wieder weg. Ab auf die Lok.
So. Das passt eh schon. Bremse lösen. Ah, Moment mal, Moment mal. Ne, müsste schon passen, oder? Hatte ich nicht die Bremse vorher noch angezogen? Oder war das die andere Lok? Habe ich hier jetzt die Bremse angezogen? Kann es sein? Ja, genau. So. Sehr gut. Die Maschine ist vorne. Dann müssen wir hier nochmal ganz raus. Wir sollten bremsen. Bremsen. Oh shit. Gut. Sehr schön. Nein, 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 nein. Okay. So. Stopp, stopp, stopp. Eine Weiche vergessen. Oh Gott, oh Gott. Es ist doch... Na, habt ihr einen Spaß? Ich hoffe. Für euch. Habt ihr freiwillig eingeschalten? Wusstet ihr, was euch erwartet? Profis am Werk. Bleibt der Weichenhaini, da ist er. So, jetzt müsste aber passen, glaube ich. Zack. Bremsen. Puh. Schwere Geburt. 35 Minuten gleich rum. Noch nichts auf die Kette bekommen. Aber Lok gedreht. Wollte ich ja unbedingt sehen. Und es gefällt mir. Vielleicht mache ich mal eine Folge, wo wir eine halbe Stunde lang einfach nur die Lok drehen. So, rechts, rechts, rechts. Da sollten wir gut dran vorbeikommen hier. Großartig. Ich habe gar nicht auf die Geschwindigkeiten hier geachtet, ehrlich gesagt. Ich dachte, hier muss man ein bisschen langsamer durch. Nein. No risk, no fun. So. Dann schauen wir gerade nochmal, welcher unser Zug ist. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Aber es war, glaube ich, schon. Es war der äußerste, meine ich, oder? FH39 brauchen wir. FH39. Ausgezeichnet. Läuft doch. So. Wieder hoch. So, nochmal schauen. Train Break, Independent Break. Das ist dann wohl die. Also an die F-Tasten muss ich mich erst noch ein bisschen gewöhnen hier. Aber für die Beschleunigung ist schon mal super, hier Shortcuts zu haben. So, da müssen wir jetzt gar nicht so weit vor. Eigentlich müssen wir nur an der ersten Weiche vorbei, ne? Das wäre dann diese hier. Müsste schon reichen. Ja, das sollte genügen. An so eine Fernbedienung hätte ich auch gerne. So, schauen wir mal. Ja, genau. Hier müssen wir an den Zug. Ich denke mal, den Rest können wir direkt so stehen lassen. Und wenn wir jetzt den Zug am Haken haben, können wir wirklich losfahren. Und ein paar Meter werden wir noch machen. Also es wird auf jeden Fall zwei Teile die Folge. Wir müssen ja sowieso... Ach, ich darf nicht vergessen, den Job anzunehmen und nicht direkt losfahren.
Könnte auch passieren, theoretisch. So. Mann, Mann, Mann. Was ein abgefahrenes Spiel, oder? Also muss ich schon sagen. Es ist doch echt mal ein bisschen was anderes hier. Genauso wie dieses Zompiercer, das hat natürlich nicht so viele Leute, sagen wir mal, haben nicht so viele Leute geschaut. War trotzdem ordentlich, fand ich. Aber auch dieses Spiel, das hat so das gewisse Etwas. Und diese ganze Hin- und Her-Rangiererei lockt Reden, also irgendwie ist es halt cool. Es ist vielleicht nach dem 20. Mal nicht mehr cool, ich weiß es nicht. Aber bis hierhin, schon lässig. So, wie weit haben wir es noch? So, F8. Jetzt glaube ich hoffentlich Bremse anziehen. Müsste stimmen. Mhm. Bisschen langsamer werden. Oh, das müsste eigentlich schon ganz gut funktionieren, oder? Ja, einwandfrei. Oder? Also ordentlich gestaucht, aber passt schon. Alles gut. So. Einmal verzogen. So. Fast abfahrbereit, Leute. Okay. Also. Lok steht. Wir gehen zum Office. Kommen wir hier durch. So, Kopf nicht anhauen. Sportlich wie wir sind, einmal oben drüber. So, Office hier drüben, oder? Sehr gut. Boah. Also, unser Job. 54 Minuten. Wir legen los. Da ist er, da ist er. Unser Job, unser Job. So, vielleicht nochmal eine letzte Kontrolle. Harbor and Town. Das ist hier unten. Also schon richtig. Also müssen wir hier raus. Und erstmal ziemlich lange geradeaus, würde ich sagen. Die Frage ist halt, sehen wir das vielleicht auf der anderen Karte ein bisschen besser. Was ist denn genau an dieser Stelle hier? Moment, ich hab's gleich. Oh, schwierig. Hier ist da eine Kreuzung. Also können wir hier abbiegen praktisch. Genau wo jetzt der Punkt ist, seht ihr? Oder müssen wir hier unten lang? Ja, das geht aber nicht. Nee, nee, nee. Wir müssen, irgendwie müssen wir hier... Es sieht halt so aus, als wäre das hier so eine... Würde man hier einmal im Kreis fahren. Aber dann auch... Ja gut, wenn es so ist, dann kommen wir hier trotzdem entlang. Müsste schon passen. Wir sehen... Wir werden sehen. Wir werden es rausfinden. Also, ab auf die Lok und Gas geben. Hüpf. Richtungswender nach vorne. Bremse gelöst. Los geht's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bisschen angespannt bin ich ja schon. So, jetzt haben wir natürlich Gewicht am Haken. Müssen wir ein bisschen langsamer machen. Ich kontrolliere nochmal, ob auch wirklich die Bremsen gelöst sind. Hier bei Nummer 2. Ja, es wird schon passen. Ich hoffe mal, das passt alles so. So, Vorsicht. Okay. Alles gut da hinten? Oh ja. Fahrgäste scheinen soweit zufrieden zu sein. So, Tempo 30 haben wir hier. Passt. Tempo 70 und es geht bergauf. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Schub. Und auch möglichst nicht zu viel Zeit verplempern. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen Traktionsprobleme hier. Wir sanden mal.
minimal weniger Schub wäre gut. Okay. Ja, ich glaube, so können wir es erstmal lassen hier. So. Dann auf jeden Fall schon mal die Karte hier vorbereiten. World Map. Also ich denke, bei der nächsten Gelegenheit werden wir auf jeden Fall geradeaus fahren. Und das, was dann direkt danach kommt, seht ihr? Das ist kein Abzweig. Das ist, da wird es wahrscheinlich einmal im Kreis gehen. Alternative, wir könnten natürlich rechts abbiegen bei der nächsten beim nächsten Abzweig. Aber ich glaube, das dauert tendenziell noch länger. Also ich denke, wir werden erstmal geradeaus fahren. Das sollte schon passen. Hoffe ich zumindest. Knappe Stunde haben wir Zeit. Schön. Ach ja, Derail Valley. Jetzt haben wir halt auch wirklich zum ersten Mal sowas wie einen Zug am Haken. Das andere war ja echt so ziemliches Kleingemüse. Jetzt haben wir zumindest mal ein bisschen Zuglänge, ein bisschen Gewicht. Aber mehr Gas geben würde ich jetzt nicht. Ich meine, ich kann natürlich diese Traktionsprobleme schon mit Sand in den Griff bekommen. Aber der ist ja auch nicht unendlich. Sprit ist aber schon ganz ordentlich runtergegangen. Ich hoffe, dass wir da durchkommen. Ja, mal lieber ein bisschen zurückhaltend fahren. Und ich meine, in der Ebene können wir dann ordentlich Gas geben und natürlich auch, wenn es bergab geht. Aber hier, Schild verrät uns, es geht erstmal noch weiterhin bergauf. Und ich vermute sogar, dass wir da oben noch entlang kommen, oder? Wenn man sich das auf der Karte ansieht. Wir fahren ja dann praktisch mal so ein bisschen im Kreis. Ja, ich denke, das ist halt so eine Art, naja, wir kreiseln uns halt da jetzt so hoch. Und irgendwann kommen wir dann da oben vorbei. Und irgendwann wird es dann wieder ordentlich bergab gehen wahrscheinlich. Also, nette Route, vermute ich mal. Gut. Also, nächster Abzweig, da müssen wir dann geradeaus. Ich bereite schon mal das Dingens hier vor. Da mal schön aufpassen. Wo ist der Abzweig, damit wir die Weiche stellen können? Passt aber, ne? Wir müssen nach rechts. Nein, wir müssen geradeaus. Müsste passen. Jo. Muss man da vorne noch irgendwie tätig werden? Ich glaube nicht. Warum steht hier... Ach du Scheiße. Also Weiche ist richtig gestellt, aber hier ist ein Schild auf dem, mitten auf dem Gleis. Das haben wir gerade platt gemacht. Ach du Scheiße. Nicht, dass die Strecke hier gesperrt ist. Also wir haben auf jeden Fall hier gerade ein Schild rasiert. Kein gutes Gefühl, Leute. Naja, es wird schon passen. Alles gut. Kann auch sein, dass dieses Schild auf dem Gleis einfach so ein kleiner Bug war. So. Tempo 70. Ja, werden wir sowieso nicht erreichen. Oh, ich glaube... Heiß. Scheiße. Und da ist es passiert, oder? Jetzt ist der Motor aus. Ach, du Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Wir werden es rausfinden. Ein bisschen abkühlen lassen wahrscheinlich und dann geht es hoffentlich direkt weiter. Ich hoffe, dass die Lok jetzt nicht geschrottet ist. Das wäre natürlich extrem uncool. Wir werden es rausfinden, wie es weitergeht. Erfahrt ihr in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und macht's gut.